Tier der Woche, sag mal, Spindi. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nur jetzt und hier bei FSX Radio, der Aufreger der Woche. Moinsen, da ist er wieder mal, euer Rockopa von FSX Radio. So, oh, heute habe ich mal ein paar Fragen. Ja, Fragen an dich. Ja, an dich auch. Und du bist auch gefragt. So, und natürlich an alle Schleswiger. Weil dreht sich wieder mal um Schleswig. So, so langsam aber sicher stellt sich ja die Frage, ob das Bauamt und das Denkmalschutzamt nicht eventuell doch zur Mafia gehören, weil keiner traut sich gegen die irgendwie was zu sagen. Naja, lassen wir es dahingestellt. Was mich aber interessieren würde, ist, was ist aus der Untersuchung geworden der Wirtschaftsprüfer von der Firma KPMG? Fragt ihr euch sicherlich auch, ne? Also nochmal, liebe Ratsherren von Schleswig, vielleicht wisst ihr das ja. Was ist aus der Untersuchung der Wirtschaftsprüfer beim Bauamt, ne, von Firma KPMG geworden? Ihr solltet das doch wissen. Ihr sitzt doch schließlich in der Ratsversammlung. Also, ich denke mal, das Thema wird dezent unter den Tisch geschoben. Von wem, weiß ich nicht. Aber entweder arbeiten die noch von der Wirtschaftsprüferfirma, dass sie da durch diesen ganzen Filz nicht durchkommen. Ne? Da hilft dann immer so eine Schere vom Schafscher. Ne? Die sind auch für filzige Sachen. Naja, wie auch immer, das ist nur ein Tipp. So, was läuft alles schief in Schleswig mit den Behörden? Ich rede jetzt nicht nur von dem Denkmalschutzamt und auch nicht nur vom Bauamt, sondern so allgemein mal gefragt. Liebe Schleswiger, was meint ihr, was in euren Behörden so schief läuft? Ne? Da gibt es sicherlich so einiges zu erzählen. Man ist ja nicht immer zufrieden mit dem, was die machen. Also, liebe Schleswiger, ne, an Herz gefasst, schreibt uns, ne, FSX Radio findet ihr bei Facebook, ne, und da könnt ihr uns das dann ja mal schreiben, was so alles schief geht in Schleswig mit den Behörden. Denn, liebe Kollegen der schreibenden Zunft der Schleswiger Nachrichten und lieber Verlag SHZ, weil die Schleswiger Nachrichten gehören euch ja schließlich. Sag mal, kann das sein, dass die Stadtwerke, die ja nun auch vom Rat der Stadt Schleswig beaufsichtigt werden, dass die euch ein bisschen ruhig stellen mit ihren Anzeigen, die die bei euch schalten? Weil eurem journalistischen Auftrag, das wage ich tatsächlich zu behaupten, zumindest was die Schleswiger Nachrichten betrifft, kommt ihr nicht nach. Weil ich kann weder etwas darüber lesen, was so in Schleswig alles schief geht oder was besonders gut mal geklappt hat. Das erfahre ich immer nur von anderen Zeitungen, Nachrichtensendern, sogar öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendern. Ne? Müssen wir die Leute vom NDR ja tatsächlich mal loben, was mir ja nun weiß Gott nicht immer so leicht fällt. Aber ne, die stupsen euch ja dann doch schon ab und zu mal mit der Nase auf das, was denn so bei euch im Rat so alles schief gegangen ist, ne? Und beim Bauamt, ich sag nur 9,3 Kilometer Zaun. Aber da will ich ja jetzt gar nicht auf hinaus. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Sollten Sie vielleicht einige der Ratsherren mal zu Herzen nehmen. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Das heißt, ihr wollt doch sicherlich wiedergewählt werden. Dann solltet ihr vielleicht langsam mal damit anfangen, für die Bürger eurer Stadt etwas zu tun und nicht immer nur mit den Bürgern eurer Stadt irgendwas zu tun. Ne? Schließlich sind die Bürger eure Chefs. Das dürft ihr nicht vergessen in der Demokratie. Ne? Der Bürger
ist der, der euch bezahlt. Und das scheinbar nicht schlecht, wenn man so sieht, was ihr alles für Mist baut. Naja, ein bisschen Wirbel, so kurz vor der Kommunalwahl, ist sicherlich nicht verkehrt. Aber nicht nur das letzte Dreivierteljahr. Ihr habt den Auftrag, jeden Tag, wenn ihr euren kleinen Popo in euer Büro schleift, für eure Bürger zu arbeiten und nicht über die hinweg und erst recht nicht gegen die und erst recht nicht gegen deren finanzielle Interessen. Weil, seien wir doch mal ehrlich, es geht ums Geld und das ist nicht euer. In diesem Sinne, denkt mal drüber nach, liebe Ratsherren, liebe Beamte der Stadt Schleswig, ne, lieber Herr Bürgermeister, auch für dich ist irgendwann Ultimo, ne? Das ist Schleswig und keine Bananenrepublik. Und wenn man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwelche Ehrenwörter oder Zusagen macht vor laufender Kamera, ich erinnere nur an Barschel, das kann auch schief gehen, sowas. Sowas fällt einem auf die Füße. Also, liebe Ratsherren, liebe Schleswiger Bürger, wenn ihr meint, ihr müsst zu diesem Video irgendwie was sagen, dann dürft ihr das gerne machen. Da oben steht die Adresse. Bei Facebook könnt ihr mir denn was schreiben. Und zur Not schreibt ihr hier drunter, unter das Video, wenn ich das gepostet habe, einfach mal einen Kommentar. Und bevor jetzt irgendeiner von den Schleswiger meint, von den Beamten mir mit dem Anwalt zu drohen, ich habe Fragen gestellt. Und Fragen stellen, das darf man als Journalist ja gerne mal machen, ne? In diesem Sinne, halte Ohren steif und denk mal über nach.